Donato Canizzo mit einer Steißrunde von 2:15:530. Herzlichen Glückwunsch. Und ein Vorgeschmack mal. Genau, das ist der Hintergrund. Das genau. Mit der Suzuki GSX 1000 geht der zweite Platz an den Patrick Weber mit einer Steißrunde von 2:14:738. Und der Sieger mit der schnellsten Rennrunde ist der Daniel Frey mit der BMW S1000 und 2:14:624. Super! So, das war ein super Applaus von mir. 2:14:624. Schon Adel zum dritten Platz. Dankeschön. Dein wievieltes Rennen war das? Das dritte. Dritte. Und von der Rundenzeit her, bist du zufrieden? Ja, wäre ein bisschen was gegangen, aber ich konnte nicht mehr dranbleiben. Physisch war ich irgendwie total platt. Halt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber du bist immer alleine gefahren. Ja. Also die hatten keine Positionskampf. Nee, und das ist ja das. Ich dachte, ich bin schlechter. Schön, dass du das nächste Mal beim Powerbike rennen. Fürs Glückwunsch. Zweiter ist der Patrick. Patrick, gell? Ja, genau. Patrick, Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke. War das für dich auch das zweite oder dritte Rennen oder bist du schon viel Rennen gefahren? Das zweite. Ja, das zweite. Und von der Rundenzeit her in Brünn, ist das für dich eine gute Zeit? Ja, ist gut, die Zeit gesehen, ja. Ist top gewesen. So besser als sonst. Wie oft warst du schon hier? 4 oder 5 Mal. Okay, und das war die beste Rundenzeit bisher? Genau. Also, und mit dieser Rundenzeit bist du beim nächsten Mal im richtigen Rennen? Starten wir, genau. Und dann geht es noch weiter nach vorne. Genau. Glückwunsch. Danke. Schöne Sache. Danke. Daniel, Glückwunsch zum Sieg. Du bist auch von der Pole weggefahren. Jawohl. Du hattest immer freie Fahrt, keinen Gegner und bist 2:14 gefahren. Was bist du im Training gefahren? 2:18. Und an was hat es jetzt gelegen, warum es jetzt 2-4 Sekunden schneller geht? Weiß nicht, am Ehrgeiz oder keine Gegner im Nacken im Training. Okay, okay. Aber da siehst du, es geht. Und mit dieser Zeit kannst du noch ganz weit nach vorne fahren. Ja, freue ich mich. Nächstes Mal. Hoffentlich.